Heute tanzen wir mit den Federfächern. Mein Name ist Jana, ich bin Burlesque-Künstlerin, Tanzpädagogin und Bauchtanzlehrerin. Und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir kleine Burlesque-Tanzchoreografien zum Mitmachen und dein Frausein zu feiern. Genau, und heute, im heutigen Video, tanzen wir mit den Federfächern. Ja? Und zwar tanze ich dir die kleine Kombination erst einmal vor, dann erkläre ich sie dir Schritt für Schritt und am Schluss tanzen wir sie wieder gemeinsam. Los geht's! So, das ist die kleine Tanzkombination mit den Federfächern. Und genau, dann erkläre ich sie dir jetzt Schritt für Schritt und du kannst jetzt deine Federfächer nehmen und gerne direkt mitmachen. Es geht los und zwar hältst du als erstes deine Federfächer vor deinen Körper. Und versteckst dich so ein bisschen hinter deinen Federfächern. Ja, also das heißt, du machst sie ja richtig zu, so dass man dein Gesicht auch nicht mehr sieht. Genau. Und jetzt kannst du so ein bisschen mit den Federfächern, ja, wackeln. Und mach das hier ganz sanft, um dabei richtig so die Wirkung der Federn zur Geltung zu bringen. Ja, also Federn sind ja so was ganz sanft, weich, leichtes. Ja, und wenn du so ein bisschen so die Federn bewegst, die so zart im Wind, ja, dann sieht das wunderbar aus. Genau, und das ist jetzt die erste Bewegung, die wir machen. Dann stellst du dich einmal hin in einer eleganten Pose und öffnest die Federfächer, dass jetzt dein Gesicht zu sehen ist. Und wenn du jetzt einmal schaust, dann haben diese Federfächern jetzt die Form eines Herzens. Ja, also diese sogenannte Herzform machst du jetzt. Genau, und auch wieder lächeln und die etwas zufächern. Jetzt drehst du einen Fächer über den Kopf. Ich fange jetzt mit diesem Fächer an, weil es auch der Fächer ist, den ich vorne halte. Ja, also das ist jetzt leichter, mit den Fächer anzufangen. Und genau, also Fächer einfach über den Kopf drehen und das Ganze jetzt dreimal. Zwei, drei. Und wenn das für dich besser ist und besser zu deiner Musik passt, wenn du das nur zweimal machst oder wenn du das viermal machst, dann kannst du das natürlich tun. Ja, ich gebe dir hier Inspirationen in meinen Videos und mach dir wirklich diese kleinen Tanzchoreografien zu eigen. Ja? Genau, und jetzt dreimal mit dem anderen Fächer. Eins, zwei, drei. Genau, und wir gehen wieder zurück in diese Herzform. Als nächstes streichelst du dich mit den Fächern und zwar streckst du dafür diesen Fächer nach außen und mit dem anderen Fächer streichelst du über deinen Arm und mach das immer wirklich ganz sanft, ganz weich. Ja, das sind Federn, also diese Bewegung immer schön fluffig und weich halten. Genau. Das kannst du auch so oft machen, wie du möchtest. Ich habe es dir jetzt einmal vorgetanzt. Und
Und dann kommt auch schon die Schlusspose. Und zwar nimmst du dafür beide Fächer über deinen Kopf. Fächer Nummer 1, Fächer Nummer 2. Genau, die sogenannte Showgirl-Pose. Und das ist unsere kleine Fächerchoreografie. Ja? Und wenn dir das Video bis hierher gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wir tanzen jetzt diese Kombination gleich nochmal gemeinsam durch. Und wenn du irgendwelche Videowünsche hast, dann schreib mir das gerne in die Kommentare. Ja? Genau. Dann tanzen wir jetzt nochmal beide gemeinsam. Los geht's.